Liebe AbsolventInnen und Eltern, meine sehr geehrten Anwesenden, mit Ihrem erfolgreichen Schulabschluss an der Friedrich-Ebert-Schule und der Parkschule beginnt für Sie, liebe AbsolventInnen, ein neues Kapitel. Sie verlassen die Schule, die Ihr Leben so viele Jahre begleitet hat. Manche werden weitere Schulen besuchen, andere wählen eine Ausbildung, einige werden später ein Studium beginnen. Und in diesem Jahr gibt es eine Besonderheit. Ihr Schulabschluss ist mit einem wichtigen Kapitel in der Geschichte unserer Stadt Rüsselsheim am Main verbunden. Die Friedrich-Ebert-Schule hat seit 1955 unsere Stadt mitgeprägt. Und noch weiter zurück reicht die Geschichte der Parkschule, die dieses Jahr 100 Jahre alt wird. Mein Dank gebührt deshalb den Generationen von Lehrkräften und Schulleitungen, dem Verwaltungspersonal, ohne die das Alltagsgeschäft oft nicht möglich gewesen wäre, und nicht zuletzt den SchülerInnen selbst. Ich möchte außerdem besonders Herrn Krämer danken, der beide Schulen in den letzten Jahren geleitet hat. Wo etwas abgeschlossen wird, beginnt aber auch etwas Neues. Für Sie, für jeden von uns und so auch für die Gebäude der Friedrich-Ebert-Schule und der Parkschule. Mit unseren Sanierungsarbeiten und Neubauten haben wir die Grundzüge des Gebäudes der ehemaligen Friedrich-Ebert-Schule für neue Generationen von SchülerInnen erhalten, modernisiert und in die Sophie-Opel-Schule überführt. In den vergangenen Jahren haben Sie Ihre Schullaufbahn in dem Gebäude der Parkschule absolviert. Sie wissen also am besten um die ganz besondere Ausstrahlung des Hauses und dass Schule darin Spaß machen kann. Deshalb wird es auch weiterhin als Schule genutzt werden, nur eben zukünftig als Grundschule, Parkschule. Sie konnten in Ihrer Zeit hier sehr viel lernen. Vieles im Unterricht, vieles im Umgang miteinander und vieles auch während der Pandemie. Corona ist für uns alle, gerade aber für junge Menschen, eine Herausforderung. Gerade Sie haben in dieser Zeit wie wenige vor Ihnen gelernt, was es heißt, eigenständig zu sein. Sie sind nicht nur die Generation der Digital Natives, sondern haben im letzten Jahr im Wechsel- und Distanzunterricht auch einen Blick in die digitale Zukunft werfen können, auch wenn der ein oder andere Versuch vielleicht noch etwas holprig war. Vor Ihnen steht nun eine Welt der Möglichkeiten, eine Welt mit Herausforderungen und Chancen. Für Sie ist vieles möglich, viel mehr, als Sie vielleicht selbst denken. Sie werden gebraucht als Fachkräfte, als zukünftige Eltern und nicht zuletzt als BürgerInnen unserer Stadt. Gehen Sie positiv mit dieser Zukunft um, auch wenn manches anders sein wird, als wir es heute vielleicht erwarten. Ich hoffe, dass Sie in diesem neuen Abschnitt gute Erinnerungen an Ihre Schulzeit mitnehmen. Nutzen Sie die Chancen, die sich Ihnen bieten, und lernen Sie die Welt da draußen kennen. Ich freue mich aber auch, Sie in den kommenden Jahren in Rüsselsheim wiederzusehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg.